Ich bin erschüttert. Ich bin erschüttert in meinen Grundfesten. So. Ja, das war jetzt aber ein bisschen blöd, ne? Also ich guck nochmal weiter nach Lagern, aber irgendwie... Ich habe das Gefühl, wir haben jetzt nichts geändert, oder? So, nahe Quest anzeigen. Was haben wir da noch? Finde Sigurd. Ja, der ist mir gerade egal. Finde Joghurt und sprich mit ihm. Der Einfluss sinkt, da die Schwäche steigt. Ja, ich meine, der Balken hat sich fast nicht geändert. Das meine ich. Das hat sich jetzt nicht richtig gelohnt. Das war doch mein Empfinden gerade, mein subjektives. So. Lass mal hier gucken. Die haben aber ein anderes Banner hier, ne? Da müssen wir mal gucken, was ist denn hier mit den Leuten? Da ist ein schöner Brunnen, da geht's runter, da gucken wir mal. Das ist wahrscheinlich Meuchelmörder. Und er weiß nicht, woher es kam. Ich bin schlau und du bist lahm. Meuchelmördi. Erst ins Grab. Ich fahre erstmal in Urlaub. Attentat. Ich mache gerne Attentat, weil ich oft im Schatten wart. So. So, was ist denn jetzt? Ach, komm mal her. Ich muss wachsam sein. Sei mal bitte wachsam. Komm mal her. Hey! Oh nein, das ist ja auch wieder so eine Obertröte. Dafür gehst du drauf! Ja, wahrscheinlich ja. Leb wohl. Buschgeflüster. Wo sind die anderen alle hin? Ach so, denen ist das egal. Ach so. Ach so. Ich mach nochmal den hier. Viele sind das nicht mehr, ne? Da drüben ist noch ein Büschelein. Ich schleiche mal von da drüben an. Sind das alle so Gülden? Also sind das alles geile Typen? Richtig starke Obermöpse? Kann er durch den Busch gucken? Ach, das hier ist Lindford. Ach so. Bei einem alten Hafen. Das ist das Lager. Das hier ist das schöne Lindford. Ich verstehe. So, wie gehe ich jetzt am besten vor? Da hinten sitzt noch einer. Den müsste ich mal kurz wegkuscheln. So. Ich hoffe, der im Brunnen dreht sich nicht um. Das wäre nicht so schön. Das haben die mitbekommen? Oh ja, das haben die mitbekommen. Bist du müde? Das war ein sehr schöner Hammer. Der hat einen sehr schönen Hammer. Okay. Das hilft uns aber gerade nicht bei der Nebenquest, ne? Es ist voll schade, wenn man die Story schon nach 80 Stunden fertig hat. Schon nach 80 Stunden? Schon? Also, sorry, da fehlt mir jegliches Verständnis. Bei aller Liebe. Holy shit. Z-Ansprüche. Z-Ansprüche. Da geht ja jedes Verhältnis verloren. Uiuiui. Ach ja. Ja, 80 Stunden ist wirklich lame. Wie können die es wagen? Die sollten sich schämen. Was ist denn da? Müssen wir mit denen irgendwas machen? Explodieren lassen oder so? So, warte. Ich habe schon 100 Stunden, bin erstmal 50%.
Ja, erst. Mit wem redet der damit? Halt lieber die Augen offen. Das war sonst niemand mehr. Da ist doch niemand mehr. So. Ich glaube... Wenn das Spiel nur so einen geringen Umfang hat, hole ich es mir nicht. Aber wirklich, ne? Traurig. Ich finde, ein vernünftiges Spiel, für das ich 60 Euro zahle, muss mindestens meine gesamte Lebensspanne umfassen. Sonst ist das nur Abzocke. So. Wieso laufe ich eigentlich so durch? Wieso gucke ich nicht mal so schnell so? Wir müssen immer noch den Einfluss schwächen. Aber ich weiß nicht genau, wo. Ich weiß überhaupt nicht, wo wir noch den Einfluss schwächen können. Ich könnte mal mit dem Piepmanns gucken, aber... Überblicke das Land, Freundin. Ja, mach mal. Warte. Warte kurz. Warte kurz. Wo genau? Ach, Alter, habe ich den nicht gelootet? Und ja, zufälligerweise Zeug dabei? Reichtum erworben, aber steht nicht was. Jetzt aber. Sushi und eine geile zerbrochene Rüstung. Nice, endlich. Vergesst nicht, den lebenslangen kostenlosen DLC, der das Spiel haben soll. Ja, natürlich, klar. Da muss immer Content, für meine Lebensdauer muss Content nachgeliefert werden. Optisch, neue Maps, neue Quests, alles. Das kann man ja wohl als Minimum erwarten. Finde ich. So. Und die Leute sollen auch nicht crunchen, damit ich sie ja viel billiger haben kann. Ja? Das heißt, ich möchte nicht, dass sie crunchen. Das möchte ich nicht. Aber ich möchte trotzdem noch einen günstigen Preis weiterhin dafür zahlen. Einen Dumpingpreis. Im Grunde genommen. Das wäre, so stelle ich mir das vor. Das wäre mir wichtig. So. So. Was ist das für eine Schwierigkeit? Wir spielen immer auf normal. So, ich setze mich kurz anders hin. Jetzt weiß ich aber nicht genau. Wo kann ich den Einfluss denn noch trüben, wenn ich einfach random da oben hingehe? Ich bin unsicher. Wie für ein Spiel bezahlen? Niemals, ich will es komplett kostenlos. Das wär mir auch wichtig. Ja, hast du recht. Das stimmt. Ich meine, ich investiere doch schon meine Zeit in das Spiel. Meine Lebenszeit, die kriege ich nie wieder zurück. Ja, überleg das mal. Da will ich natürlich auch für bezahlt werden. Das gibt den Entwicklern ja auch ein gutes Gefühl, wenn die sehen, dass ich das Spiel spiele. Das darf man jetzt auch nicht vergessen. So. Okay. Und es muss nachhaltig programmiert sein. Das heißt, der Strom für die Rechner kommt aus Fahrrädern, die natürlich Arbeitsplätze schaffen. Darf man es auch nicht vergessen. So, was ist denn hier los? Solum modo in paradisum. Pax eterna est una via ad emundationem propriae vitae eius terrenae terminales veluti giro includi penitentiam et per peccatum enim. Ja, Siggi, das ist auch mein Eindruck, den ich habe. Was ist denn hier los? Zwei Gedichte zu Good Luck. Good Luck A. Das ist die A-Seite. Sein Leben auf dem Liegestuhl Gottes war eines von Frommheit und Hingabe. Er lebte im Dreck und mit den Vögeln und so besuchten ihn die Engel.
Sie erzählten ihm vom echten Leben, ohne Edelsteine, überbordendes Essen und Ruhmeshunger. Es reicht ein guter Geist, der frommen Knochen innewohnt, ein leichtfüßiger Gang, sodass die Engel... ad Marcus, et dixit ad vulgares de terra superbus est, lo, venite audite verbum domini in nostri, Jesu Nazareno eras. Ut non videtur eis nimis et aliud considerare. Niemand lebt mehr das richtige Leben. Nach all den Freuden, die er uns beschert hat, sind wir vom rechten Weg abgekommen. Nur diejenigen, die den... Adheret lumbare ad furore de hominibus quasi stercus superrudit ascabra cuius. Multi autem sunt in numero, sed mente sua ad modum tenues esse. Nur diejenigen, die den blutgetränkten Schriften über sündenverseuchte Throngeschichten entsagen, vermögen auf dem Weg der Größe zu verbleiben. Findet eine Ecke in der Welt und nährt euch an den Äpfeln unserer Obstgärten, denn sonst sind wir verdammt. Gut, endlich haben wir das jetzt auch mal. So, oh, Paul. Braucht er nicht, ne? Der muss ja entsagen, dem weltlichen entsagen. Nehmen wir mal mit. Das braucht er alles nicht mehr. Offenbar geht's ihm hier sehr gut. Schöne Hütte. Das ist nur Essen, ne? Ja, okay. So. Wir sind aber schon über die Grenze. Hier sind wir schon falsch. Weißt du was? Ich schnapp mir gleich den Gaul. Und dann reiten wir hier mal durch die Gegend. Ich habe keine Ahnung, Schwäche, den Einfluss, wir müssen halt einfach irgendwo gucken. So. Oh, schön mit dem Flüsschen. Da will ich am Ende gleich ein kleines Bergwerk bauen. Und dann eine der Damen hinschicken, die bei mir im Dorf wohnen. Oh. Hier waren wir schon, ne? Hier war verfluchter Ohr. Okay, ich war hier schon, hier ist ein verfluchter Ort, aber offenbar... Hier stimmt etwas nicht. Das ist ein Fluch. Oh, wir waren noch nicht... Aber wir waren noch schon... Waren wir nicht? Okay, warte. Warte. Das sieht ganz normal aus. Ehrlich gesagt, kenne ich aus jedem Kampf bei uns. Oh, hier riecht es aber streng. Hier riecht es sehr streng. Köcher voll. Ich sehe hier nichts, ehrlich gesagt. Das könnte ich mitnehmen, theoretisch. Oh. Ich sehe schon. Ich muss, glaube ich, einen Anzündepfeil da reinhauen, ne? Aber dann, ich kriege bestimmt was ab, wenn ich das mache. Ich könnte die auch da reinwerfen, ist mir aber zu gefährlich. War das? Ah, war das, ne? So. Hä? Aber das ging doch sonst immer. Okay, jetzt kriege ich wahrscheinlich... Fackel geht auch. Okay, warte, ich versuche lieber Fackel. Statt Explosiver. Nee, nicht Rabe. Vielen Dank. Hatte ich wieder ganz vergessen. Wir müssen uns aber ein bisschen beeilen, glaube ich, weil der Gestank wiederkommt, ne? Wieso mache ich immer erstmal auf den Rahmen? Schlüssel aufnehmen, sehr gut. So. Zum Glück haben wir viele Fackeln dabei. Boah, ekelhaft hier. Ekelhaftig. Ach so, da sind wir wieder. Hä, da sind wir wieder. Okay, cool. Boah, was für ein Gestank. So. Hab gerade auch an Igni gedacht. Ja, man verwechselt Spiele oft mal schnell, ne? So, warte mal, hier müsste noch... War das hier drin? Ja, hallo. Truhe entriegeln. Nachricht des Entdeckers. Brünn, ich habe die Krüge angeordnet, wie du es wolltest. Aber ich habe den Mut verloren.
Du magst ja recht haben, dass darin Reichtümer warten, aber ist es das wert, zu Asche verbrannt zu werden? Ich sage nein. Ich lasse sie hier für dich. Mögest du dich als mutigerer Mann erweisen als ich. Okay, wir sind ja schon durchgelaufen. Die Schätze waren jetzt nicht so atemberaubend, aber... Okay, warte mal. Morgen. Das ist auch echt ein bisschen ekelhaft, ne? 30 Meter in die Richtung? Soll das Verfluchte sein? Oh ja, wir gehen schon langsamer. Oh, geh wieder los. Ich sehe es leider nicht. Ist das vielleicht unterirdisch? Also in dem Baum ist es offenbar nicht. Ne, 12 Meter ist es auf jeden Fall unterirdisch. Ich glaube, wir müssen noch mal rein. Das Pferd passt außergewöhnlich gut hier rein. So, warte mal. Habe ich das da drin übersehen? Sag mal. Hab ein bisschen zugelegt, warte mal. In der Höhle, ja, ich gehe noch mal rein. Bin sicher, ich habe es übersehen, weil es auch ziemlich dunkel ist. Ich will auch nicht mit der Fackel in die Dämpfe reinlaufen. Wir sollten aber generell mal mit einer Fackel rumlaufen. Köcher, ja, Köcher, ja, geh doch mal weg mit deinem scheiß Köcher. So. Ja, jawohl. Okay, 22 Meter. Da hinten. Oh, ich mach mal wieder Rabe, Entschuldigung. Ja, das war nicht so schlau. Zum Glück haben wir 30.000 Fackeln am Start. Ah, alles klar, alles klar, alles klar. Bei Odin. Endlich ist der Fluch gebrochen. Bäh, okay, das hat man übersehen. Ja, auf einmal ist es viel schöner hier, ne? Ich weiß nicht, ob der Köcher noch Platz hat. Ich bin unsicher. Ich hoffe, das Spiel macht mal Meldung so ein bisschen. So. Auf einmal voll schön hier alles. Schönster Sonnenschein. Sonst noch was übersehen? Nee, ne? 2000, baba, aber da. Okay. So. Wir reiten nach St. Gauli. Oh, dreimal Eisen. Würde sich sogar lohnen. So, reite ich in die richtige Richtung, wenn ich den Einfluss bekämpfen will? Ja. Ich muss jetzt halt überall suchen, wo ich Einfluss finde. Gibt es eine Cam auch in groß? Ja, ganz ehrlich. Also... Wenn ich jetzt ein hottes Outfit anhätte und so, sehr tiefen V-Ausschnitt und alles, dann wird es sich lohnen, bei mir die Cam größer zu machen. Aber so... Sehe ich aktuell nicht, dass ihr da Vorteile von hättet. So. Was ist denn hier los? Stehen hier alle im Feld? Kann ich den Einfluss da vielleicht vergrößern? Boah, ist das schön hier mit dieser, ne, mit dieser Landstraße hier. Nicht. Na gut. Ich habe gehofft. Ja, da oben, komm, wenn wir schon mal dabei sind. Wenn wir hier eh Soldaten gerade suchen, in diesem Land. Brusthaare wären auch interessant zu sehen. Hm. Ich weiß nicht, ob es höhere Quoten gibt. Ich weiß es nicht. Und wenn, dann sind es wahrscheinlich nicht die Quoten, die ich haben will. Hm. Ich kann nicht mal weinen. Hä? Was ist denn hier los? Oh, Grillparty.
Stan, was ist denn los, mein Freund? Warum fluchst du, Wikinger? Das hier ist die Asche der letzten Männer meiner Mannschaft. Sie sind alle gefallen. Ein schwerer Verlust. Das ist noch nicht alles. Gerade erst erreichte mich Kunde aus Nordwege. Meine Familie wurde von der Seuche dahingerafft. Allesamt. Wikinger. Meine Frau. Meine Kinder. Alle, die mir lieb sind. Das ist zu viel. Du musst deinen Verlust betrauern, guter Freund. Ich kann nicht weinen. Als Plünderer habe ich es mir verboten. Kannst du mir vielleicht erlauben zu weinen? Was meinst du damit? Du bist auch Wikingerin. Wenn du mir die Erlaubnis gäbest, könnte ich die Erde mit einem Tränensturm wässern, um den Schmerz zu lindern. Betrachte mich als deine Anführerin. Und als solche befehle ich dir, weine, Wikinger, weine. Das hilft nicht. Ich kann nicht. Es geht nicht. Oh Götter. Weingenehmigung? Aber was ist das denn jetzt? Weine, mein Freund. Ich lasse dich in Frieden. Erster Brief von Stains Nachbar. Stain, ich schreibe dir in tiefer Trauer. Deine Frau und deine Söhne sind vor ein paar Tagen krank geworden. Das Dorf betet zu Eire, auf das sie ihnen ihre Stärke zurückgeben möge. Aber jeden Tag wurden ihre Wangen blasser und der Schweiß tränkte ihre Kleidung. Sie starben an Thors Tag. Nur die kleine Hilga blieb verschont. Wir hoffen, sie retten zu können. Der Köcher ist übrigens voll. Ich wollte es nur sagen. Zweiter Brief. Stain, schlimme Neuigkeiten. Die Seuche hat Hilga dahin gerafft. Alle Gebete an Eire wurden nicht erhört. Die Kleine ist tot. Alter, ist das bitter. Oh, ist das bitter. Niemand einen freien Willen. Das heißt, sie würden große Blutfeste feiern, zu denen sie 9 Tiere jeder Art schlachten, die sie finden. Selbst Menschen. Das haben unsere Vorfahren ja auch gemacht, oder? Mit Grabhügeln und so. Früher haben wir unseren Leuten Werkzeuge, Waffen und Essen mit ins Grab gelegt. Einmal sah ich, wie sie makellose Schwerter in den Fluss geworfen haben. Leider haben sie vorher unbrauchbar gemacht, sonst hätte ich sie mir rausgeangelt. Das mit den Bäumen, das ist ja wie früher, oder? Selbst meiner Mutter verschwindet zu bestimmten Anlässen nachts im Wald. Und Zauberbäume. Und nichts. Nun. Erst war es das Silber, dann die Bücher, dann auch noch die heiligen Reliquien. Nicht mal die kann unser Herr beschützen. Früher gab es Wachen in erhöhten Hütten an der Küste. Also begannen die Dänen, sie im Schutz der Nacht zu ermorden. Voll lange Gespräche! Bis niemand mehr dort postiert werden wollte. Oh. Die armen Priester an der Küste. Die Hälfte wurde gleich in der Kapelle ermordet. Ja, der Rest ist tragisch. Super tragisch. Ich kannte mal einen. Boah, der Mann gerade tat mir echt voll leid.
Der tat mir gerade echt voll leid. Ich sollte keine Aufmerksamkeit erregen. Ich errege überhaupt nichts mehr. Was geht da vor? Genau, geht mal alle ins Feuer, Leute. Geht mal alle ins... Feuer! Oh. Gott, brennt es! Moment! Ja. Hä? Ich hab besser die Augen offen. Glaube ich nicht. War es das schon? Oh, da sind noch welche. Aber die Wegen haben wir zerlegt, ne? Die haben sich alle... Ah, einer ist noch da. Okay, alles klar. Kriegen wir die eigentlich so? Nee, ne? Doch. Hey, was? Ich töte dich! Oh, ich wollte eigentlich den hier machen. Moment. Das war mir gerade wichtig. So. Bin mal pikenieren, immer ein bisschen vorsichtiger. So. Huch, achso. Dann wollen wir nochmal ganz kurz da reindreschen. Die meisten sind ja zum Glück verbrannt. So eine Freude. So. Ja, das Feuer hat schon ein bisschen Umkreis. Okay. Wie viele Lager brauchen wir noch? Zwei weitere? Brauchen wir jetzt noch zwei weitere Lager? Sehe ich das richtig? So, wat wie wo, wat wie wo, wat wie wo? Ich nehme alles mit. Wer ist Klumpatsch, der Wunderhund? Habe ich lange verdrängt aus meinem Kopf. Ich weiß nicht, wovon du redest. Ich habe meine Rache noch gehabt. So. Okay, das ist halt wirklich nervig, wenn wir die Nebenquest machen wollen mit dem Untergraben. Es ist wirklich nervig, dass wir die Lager jetzt alle manuell in diesem riesigen Ding hier finden müssen. Ich meine, gut, wir nehmen nebenbei die Sachen noch mit, aber trotzdem ist das so ein bisschen... Naja. Okay. Düdelidi. Ach, sag mal. Ach, das habe ich jetzt nicht geguckt. Okay. Ja, eben, Online-Guides sind Wunderwerke. Ja gut, aber die benutze ich ja nicht beim Aufnehmen oder beim Stream. Das wäre merkwürdig. So. Ich fühle mich schon stärker. Wie kommen wir da rein? Hey! Du bist erledigt. Oh, hey, mein Freund. Ha! Cool. Schön, dass du da bist. Oh, Köcher ist voll. So, warte. Bist du im Heu herum, Schweinchen? Abschau. Psst, nicht verraten. Oh, geht dort herum. Aus dein Leben. Gott ist mit mir. Wer ist mit dir? Oh, das war schlecht. So, da müssen wir hoch. Ne, das ist so ein Strohdingens. Also müssen wir mal hoch und oben gucken. Was denn hier? Tragen? Was ist denn?
Ach, ein Opal ist da drunter. Alles klar, lass mich raten. Schlutzel. Finde den Schlutzel. Achso, sag mal. Wieso? Okay. Ja! Hilfe! Hilfe! Also sorry, der war jetzt echt, also muss man einmal mal sagen, der war schon ein bisschen eingeschränkt. Ja? Der war jetzt ein bisschen eingeschränkt. In seiner Leistungsfähigkeit. Gut, wir brauchen einen Schlüssel. Ich weiß nicht, wer den Schlüssel hat oder wo der ist. Kommen wir von der anderen Seite rein? Nee, ne? Die Tür kann man nicht einprügeln. Da ist ein Steinchen. Alles, was wir wollen, ist drin. Oh. Ja, alles, was wir wollen, ist... Oh. Ach, die ist schon tot. Gut. Sehr viele Tragesteine hier. Jetzt haben wir den Schlüssel. Alles klar. Sehr gut. Ja, 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 ja. Was ist denn da noch? Bestimmt auch eine Schlange hoch. Wenn man nicht guckt, wo man hinrennt, ne? So. Ach, eine Maske. Wir kriegen gleich wieder ein wunderschönes Klavierspiel aus der Hölle. Und zwar jetzt. Ein Träumchen. So, okay. Das wäre das gewesen. Wir gucken eigentlich gerade noch nach Einflussschwächen. Das heißt, wir reiten einfach mal so ein bisschen durch die Gegend. Wir müssten eigentlich noch weiter mit dem Gockel reisen, ne? Also wir müssten eigentlich mal... Wir müssten ab und zu mal das Huhn fliegen lassen. Dass wir so ein bisschen gucken können. So. Keine roten Banner und Wipfel. Vielleicht dort oben, auf dem Gipfel. Dieses Suchen geht mir ein wenig auf den Zipfel. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Hätte ich jetzt nicht erwartet. Doch, das hätten wir alle erwartet. Oh. 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 So, geil. Da sind wir wieder. Jedes Tor hat ein Schild. Achte auf die Zeichen, durchquere die Türen in der richtigen Reihenfolge. 1, 2, 3, 4. 1, 2. 1, glaube ich. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Okay, ich gehe erstmal durch die Tür mit einem Kreuz, ja? 2. Hat irgendeine Tür? Ich habe doch gerade eins. Warte mal. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2. Ah, hier ist das eine Kreuz. Okay, ich dachte schon, ich bin doof. Sage jetzt nichts. So. Das ist eins der leichteren Rätsel. Okay, cool, damit kann man leben. 1. 2. Easy. Drei. Vier. Oh, 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 oh. Hier drei. Vier. So. Fünf. Entschuldigung, hier. Und wir müssten es eigentlich haben. Wenn das Rätsel wirklich so leicht war. Es war so leicht. Vorsichtiger Mann, der zum Mahle kommt, schweigt lauschend still. So muss es auch der Weise tun,
der sich verständig erforscht. Was sie gerade gesagt hat? Einfach mal die Fresse halten. Manchmal einfach mal die Fresse halten. Der weise Mann, Frau, Mensch, hält auch manchmal einfach die Fresse. So. Gut. Okay. Da drüben ist ein Leuchtturm, aber da waren wir, glaube ich, schon. Ich wollte, wo ist denn dieses Ding auf dem Hügel? Das da. Könnte das was sein? Warte. Dankeschön. Könnten wir da eventuell den Einfluss weiter schwächen? Dort oben sieht es doch eigentlich so aus, als könnte man das, oder? Ah, ich hoffe, das geht. Sowas wie Reden ist Silber und Schweigen ist Gold. Ja, genau. So ist es. Und manchmal hat man das Gefühl, dass es heute nur noch Silber gibt. Es gibt nur noch Silber überall, von allen Seiten. Silber. So. Okay, wir finden jetzt zwar noch was, aber hier ist sonst nichts. Okay, schade. Keine Feinde leider. Achso, die zählen nicht. Die machen sogar Platz. Hey! Ich zertrampel dich. Ah, oh nein. Lass mich, verfluchter Mann! Reiß dich in Stücke! Dein Leben. Die sind eher lästig. Dass er seinen Angriff gerade noch machen konnte, wundert mich ein bisschen. Lesen, verzweifelte Nachricht. Wir sind Sünder. Wir kamen, um die Bronzefigur zu stehlen. Zuerst ging einer hinein, doch dann habe ich alles versaut. Jetzt ist die Leiter kaputt und mein Bein auch. Ich werde gleich ohnmächtig vor lauter Schmerz und Durst. Und der arme Einer steckt oben fest und heult wie ein Kleinkind. Bitte, bitte rettet den armen Mann. Ich bin mir nicht sicher, aber ich habe das Gefühl, wir kommen ein bisschen zu spät. Lass mal gucken. So, liebe Zwiebelkönigin, ich glaube, damit könntest du recht haben. Das könnte passiert sein. Wieso ist er nicht runtergeklettert oder gesprungen oder irgendwas? Ach ja, sein Bein war ja kaputt. Naja. Schöner Opal. So. Und ansonsten, da drüben ist nix. Was mit ihm? Kriege ich den? Aufmerksam bleiben. Oh, da war es gerade. Nein. Unser Ticket nach unten. Ich wollte die Abkürzung nehmen. So, ich guck mal schnell da oben, ob es das gibt. Mal gucken. Mal schauen. Einer ist immer der Loser. Einer wird immer verlieren. Sag mal, wenn hier diese Explosionsdinger sind, ne? Geht's hier auch irgendwo nach unten? Was ist denn jetzt schon wieder? Wie viel kommen denn da noch? Eine Maske gibt's hier. 38 Meter, aber unter uns. Da hinten, alles klar, jetzt sehe ich's. Ich lass mich nicht beirren. Nee? Das ist wichtig. Soll man ja nie. Sich beirren lassen ist. Sich nicht beirren lassen ist wichtig. Ich wollte eigentlich gerade meucheln, aber gut. Die ist wohl ein bisschen wild heute. Sie ist ein bisschen wild. So, plündern. Dann den hier. Let's go. So, da haben wir es ja wieder. Klavierspiel. Gleich gibt es ein schönes Klavierspiel. Okay.
Okay. Dann haben wir das. Und das war die Stätte oben auf dem Berg, ne? Das war die Stätte oben auf dem Berg. Ja, naja, dann gucken wir da halt mal. Ich weiß nicht, wo wir die anderen Dinger finden sollen. Die anderen Städten. Also die anderen Feindesstätten. So, wir müssen in diese Richtung. Ist das richtig? Ne, in diese Richtung. Okay. So. Alles klar, da geht's auch nochmal rein. Boah, die Kirche hier sieht aber echt cool aus. Bin nicht so der Kirchentyp, aber sehen schon oft cool aus. Nachricht der Unterstützung. Gesegnet seist du, Liebes. Du schenkst uns allen neuen Mut. Bitte, nimm diese Möhren an. Sie sind schon ganz schwarz, aber der Herr hat sie erschaffen und sie werden dich nähren. Oh, lecker. Lecker, lecker. Klemmt, ich muss auf die andere Seite. Tür verriegelt, nice. So, lass mal kurz gucken. Wenn ich schwarze Möhren höre, dann bin ich auch schon gleich wieder dabei. Achso, der kleine Dingens da. Der müsste es gewesen sein. So. Haben wir es erwischt? Haben wir erwischt. Oh, na, gucke mal. Das ist nichts, okay. Für immer eingeschlossen in der Einsamkeit schwöre ich allen weltlichen Gelüsten ab. Okay. Mach das. In diesen Mauern werde ich Buße tun. Und ich soll nie wieder ins Sonnenlicht treten. Das ist ein bisschen hart. Eine Sünderin bin ich. Doch ich entsage allen Lastern des Lebens. Hier, für immer eingeschlossen in der Einsamkeit, schwöre ich allen weltlichen Gelüsten ab. Ist halt nicht ganz so einsam. In diesen Mauern werde ich Buße. Was machst du in diesem Verlies? Ich widme mein Leben dem einsamen Gebet. Ich tue Buße und faste. Ich habe das Schloss aufgebrochen. Du kannst gehen. Aber ich will doch so leben. Ich bin eine Anachoretin. Das ist mein ganzes Leben. Eingeschlossen? Tag und Nacht für den Rest deines Lebens? Seltsame Art der Gottesanbetung. Ich habe meinen Frieden mit der Welt geschlossen. Kannst du das auch behaupten? Wie kannst du Frieden mit einer Welt schließen, die du niemals betrittst? Ich weiß, welche Schmerzen sie bereithält. Komm nach draußen. Die paar Augenblicke wird dein Gott dir sicher verzeihen. Komm. Komm. Ich folge dir und sei es nur, um das Gras unter meinen Füßen zu spüren. Ich tue Buße, wenn ich zurück bin. Ich kam nach dunklen Zeiten her. Seuchen und Hungersnöten. Dem Tod meines Vaters. Das ist nun Jahre her. Wie es wohl sein mag, wieder eine kühle Brise zu spüren. Die wärmende Sonne. Und den Duft von Lavendel. Das werden wir gleich erfahren, nachdem ich dich beklaut habe. So. Das reicht ja schon als Buße. Was haben wir denn hier? Tagebuch der Anachoretin. Nun beginnt also das 7. Jahr meiner Gefangenschaft. Gefangenschaft? Eher meiner Befreiung. Hier, hinter diesen Gemäuern aus Stein, kann ich all meine Trauer hinter mir lassen. Mein ganzes Dasein vorher war eine einzige Abfolge von Verlusten. Vater und Mutter in einer Seuche gestorben, mein Bruder im Krieg gefallen. Und ich glitt mit jedem Tag tiefer in höheres Alter und stärkeres Verzagen. Viel besser, viel, viel besser ist es nun, hier meinen Tod willkommen zu heißen, aller Eitelkeit abzuschwören und darauf zu warten, dass der Herr mich zu sich nimmt. Okay, das, ehrlich gesagt, hört sich jetzt nicht so gut an. Ich dachte, sie tut Buße, weil sie Sünderin ist, aber ihre Sünde ist ja offenbar nur Trauer. Und von der Welt enttäuscht zu werden. Ach, die Welt! Sie ist so wunderschön! Die Schönheit der Erde erneuert uns. Ich danke dir. Mein Leben beginnt von vorne. Ja, jetzt mit 70 kannst du es voll auskosten. Let's go. Wir sind von deiner Welt, o Herr. Und darum danken wir dir. Blätter fallen, das Laub wird zu Staub und aus diesem wachsen neue Bäume.
Die ist jetzt also 10 Meter weitergegangen und macht das jetzt hier oben, ne? So. Okay. Dann haben wir das. Ich suche trotzdem noch immer. Ich reite jetzt mal einfach random hier hin. Ich muss bald mal die Punkte löschen bei uns. Die Wegpunkte. Töte sie, erlöse sie, Erik. Nein, Chat, nein. Das will ich nicht. Lass sie doch einfach. Die hat doch schon genug Leid erlitten. Jetzt hat sie neue Hoffnung geschöpft. Okay. Das ist manchmal schon sehr beeindruckend hier alles. Okay, das ist. Warte mal, ist das etwa. Warte mal. Das Kloster ist aber. Es ist ein Kloster und wir können. Auf welcher Seite ist das Kloster? Weißt du was, Geronimo? Ich glaube, es ist nicht auf der 220er Seite. Wo ist der Kollege? Hä? Wieso kann er mich sehen? Wir lassen uns nicht beirren. Finde ich gut. Oh, ich bin falsch rum ausgewichen. Toll. Dann wird es nicht mehr dauern. Cool. Naja, dann eben so. Nicht wirklich. Habe ich mir zwar anders vorgestellt. Shit, ich hasse Pikeniere. So. So, okay. Jut. Och, Alter, wie viel sind denn da hier von euch? Gemeinsam schaffen wir das. Oh, Alter. Der schlägt ja mehrfach zu. Das mach ich doch nach. So. Wenn der mehrfach schlagen darf, darf ich... Huch, was macht denn der? Okay, ich hole mal kurz den Bogenschützen, der nervt mich. Ach, da ist er ja. Reiß dich auf! Wir müssen eigentlich hinter denen. Ein Eindringling! Wir müssen eigentlich hinter denen. Aber ich hole mal den anderen Bogenschützen. Das ist kein Bogenschütz. Wo ist denn der? Ach, hier. Spürst du meinen Atem im Nacken? Ja, dein Atem ist echt schön. Ich liebe deinen feuchten, warmen Atem im Nacken. Okay, warte. Ding. Okay. Hat nicht so geklappt, wie ich wollte. Ich wollte eigentlich zum Bannerträger. Da! Erledigt den Feigling! Ah. 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 Ah.
So. Ich habe leider nur richtig schlechte Ausrüstung mit aktuell Stärke 120. Oh, wer ist das denn hier gerade? Wer wirft den hier wieder mit Bomben? Ich mache halt viele Nebenquests immer, deswegen haben wir eigentlich relativ gute Ausrüstung. Uns geht's ganz gut. Aber wer wirft den mit Bomben, sag mal? Okay, das klappt nicht so gut, wie ich dachte. Warte. Mega unauffällig. So. Welche Stärke? Wir haben aktuell 140 oder so, glaube ich, ne? Bin mir nicht ganz sicher. Er hat einen Schlüssel. Ah, okay, weißt du was? Scheiß auf den. Ein Feigling im So. Kein Bock mehr auf Spielchen. Ich mache jetzt hier Schlüssel nehmen und Schätze sammeln. So nämlich. Oh, hat sich voll gelohnt mit dem Schlüssel hier. Wenn es hier auf das Haus mit dem Schlüssel ist. Ich glaube ja nicht. So. Gut. Nahtod! Was ist Nahtod! 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 Wo ist hier Nahtod? Mörder! Mörder! Mörder? Mörder? Was? Bist du? Nahtod! 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 Jeder macht mal diese Erfahrung. Ach übrigens, da fällt mir ein, wir brauchen ja noch unsere Leute, ne? Wir kriegen die Truhe ja nicht alleine auf. Wir waren hier schon. Aber hier war noch was wir nicht gesehen haben. War hier nicht noch irgendwas anderes? Gab es hier noch eine andere Truhe oder so? Oder keine Ahnung. Hier können wir uns verstecken. Schön. Tja. Habe ich doch gesagt. So. Okay. Ich fühle mich gut. Gut, alles klar. Ich fühle mich gut, sehr schön, da freue ich mich. Dann haben wir das ja auch gemacht und wir gehen weiter zum Punkt. Das mit dem Kloster, ja, hat sich dann wohl erledigt. Schade. Naja. Da war noch was in der Kirche. Ich schau mal. Mordor! 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 Jetzt habe ich es auch gehört. Was soll hier in der Kirche sein? Hier ist gar nichts. Hier ist null. Null. Hierfür ist der Schlüssel wahrscheinlich, oder? Nee, doch nicht. Nee, das brauche ich nicht. Ja, hey, ja, wir waren ja schon mal. Alles klar, ciao. Tschüss, viel Spaß bei eurer neuen Heizung. Ist ja auch schön im Winter. So, okay. Ich gehe mal in die Richtung jetzt. Ist ein bisschen schade eigentlich. Ich habe mich einfach auch nicht mehr daran erinnert, ob wir schon da waren. Ist auch ein bisschen groß hier, ne? Ist ein bisschen groß hier. So, hier ist der Punkt, den haben wir erreicht, aber immer noch keine... Oh, ist das schön hier mit der Sonne und so. Ich reite mal nach oben. Ich hoffe immer noch, dass wir irgendwo Feindeslager sehen. Das ist das Ding wieder. Okay, ich bin ganz ehrlich, diese Nebenaufgabe finde ich voll schäbig. Mit dem Einfluss schwächen. Die finde ich halt echt voll schäbig. Wir laufen zwar die ganze Zeit rum und machen auch tausend Sachen, aber...
Ein paar mehr Lager wären hilfreich gewesen. Die Rache ist unser! Und das sind aber nur irgendwelche Kacker hier. Das sind aber nur irgendwelche Banditen, das sind keine... Das Volk wartet! Zurück! Zurück! Hier! Warte! Oh, hey! Guter Wurf! Das mit den Beinen finde ich ein bisschen hart immer. So, da hinten sind noch welche. Hier waren wir doch 100% auch schon drin. Hier waren wir halt auch schon drin. Der meinte seinen Kumpel. Wir waren ja halt original überall schon, ne? Ja, machst du halt. War hier nicht ein Aussichts... Irgendwas war hier. Ich erinnere mich, wir waren hier schon mal. Hä, was ist... Was ist denn das da? Au! Warte mal kurz. Hä? Alter! Ich hasse Steinewerfer. So, scheiß auf die. Also wir könnten hier theoretisch rein. Ja, gut. Schade. Schade mit dieser Zeit, dass sie einfach so abgelaufen ist. Ärgert mich schon ein bisschen. Aber da machst du halt nichts. Als ob der das überlebt hat. Oh, Alter. So. Das Problem ist, ich könnte die alle umbringen, aber das kostet halt immer nur Zeit. Wir werden immer wieder auf sowas treffen, was wir schon gemacht haben, wo irgendwelche Gegner sind. Das kostet uns alles einfach nur wertvolle Zeit. Und das ärgert mich so ein bisschen. Wir werden hier die ganze Zeit gesidetrackt von irgendwas, was uns aber einfach nicht weiterhilft. Warte mal, ich mach mal kurz, das sind die zwei da unten, ne? Genau, okay. Das hilft uns alles nicht. Hm. So. Deswegen habe ich jetzt mal zurückgelassen einfach. Ich würde einfach gerne die Quest weitermachen. Das ist alles, was ich will. Ich will nur diese blöde Quest weitermachen. Ich versuche bei RC mittlerweile mich eher an Quest zu orientieren, damit ich nicht mehr alles doppelt mache. Versuche ich ja auch gerade. Aber für das Ding muss ich das ganze Land absuchen. Oh, Entschuldigung. Mein Hals ist kaputt. Seit einiger Zeit. Und ich müsste ihn mehr schonen. Aber ich tue es nicht. So, warte. Darf der Chat helfen? Ja, wenn er es kann halt, ne? Ich weiß es nicht genau. Ein paar Lager haben wir ja schon weggemacht. Wo die anderen sind, weiß ich nicht genau. So. Die Quest ist nicht obligatorisch, soll die Main-Quest einfach machen. Aber dann ist sie doch obligatorisch. Warum hat die Quest gerade gewechselt? Hilft der Fürth? So, warte mal.
Du kannst einen Raben zur Hilfe nehmen. Ich kann mit dem Raben aber nicht das gesamte Land hier abfliegen. Das ist das Problem. Schwäche. Achso, wir haben ein Lager gefunden irgendwo in der Nähe, ja? Nordwesten, da müssen wir hin. Huch, Potato Friend. Dankeschön, Potato Friend. Vielen Dank. Dankeschön, Dankeschön. Merci, merci. Okay, da haben wir gerade was gefunden.